Okay. Was ist das denn? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ginge das denn? Nein. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Naja, also, ne? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Gut. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Okay. So, aber dann gucke ich jetzt nochmal direkt ins Inventar. Wo haben wir es denn? Da ist Alchemie, da ist Handwerk. Entschuldigung. So. Ah, guck mal hier, Waffen. So, das Schwert ist plus minus nix. Okay. Ein temerischer Dolch ist minus 10. Okay, das heißt, ich brauche ein neues. Das heißt, damit mein Schwert besser wird, bräuchte ich tatsächlich ein neues Schema. Okay. Kann ich das Zeug eigentlich im Inventar, ne? Sagen wir, das Ding hier, kann ich das? Ne, das kann ich nicht zerlegen. Okay. So. Hier, das hier ist die beste Rüstung. Die bestaussehende Rüstung. Aber die ist so total scheiße. So, kann ich das Ding hier eigentlich... yay. Chance auf Verstümmelung. 5% Erfahrungsbonus bei Humanoiden. Okay. Da wollte ich gar nicht hin. Okay. So, findet das Schiff in Skellige. So, aber wir müssen jetzt erstmal zum Weideler. Ach, Moment, hier vorne ist doch noch die Anschlagstafel. Was haben wir denn so? Massage bei Schmerzen und mehr. Die starken, geschmeidigen Hände meiner Töchter haben schon vielen geholfen, die von Hexerschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochs fühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. Ali. PS. Verschwendet nicht eure und unsere Zeit mit blüsterndem Begehr. Okay. So, unsere Heidelbeer ist gestorben. Ey, warte mal. Heidelbeer? Tick-tack, tick-tack, da ist doch was. Heidelbeer? Oh, komm schon, da klingelt doch was. Oh, Entschuldigung. Da habe ich gerade auf den Tisch gehauen und das, egal. Ach, ja, richtig, das war doch der Ritter. Genau. Nein, was? Das war der Ritter? Oh, meine Tochter Heidelbeer. Eine liebliche Maid unser Augapfel starb in diesem Jahr, dem vierten ihres kurzen Lebens. Wir begruben sie auf dem Friedhof bei der krummen Birke. Wer ihr einen Erdklumpen hinlegt oder eine Kerze anzündet möchte, tue es dort. Butkins. Okay, diese Information ist irgendwie so ein bisschen wie eine Twitter-Nachricht. Oh, meine Heidelbeer ist gestorben. Ja, okay. So, gewinnt, neuer Spieler gesucht.
Die Gauner, eine Gewinnspielermannschaft in Krenfeld, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen. Denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Na super. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als blutiger Baron. Ach. Interessant. Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, Sten Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. So, Auftrag Kreischling. Oh, das klingt nach was verdammt Interessantem. Okay, wen es interessiert. Hiermit seid kundgetan, dass der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krenfels eingenistet hat und Menschen und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässliche, gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Chat von Krenfels. Und dann noch ein Pferderennen. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir. Ich erkläre alles weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Radko. Verpiss dich, sonst mache ich dich platt. Entschuldige. Da war ich gerade total übermotiviert. Okay. Fliegende Fäuste wählen. Und gewinnt. So. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Ach, diese schönen Sprüche immer. So, Krenfels, Auftrag Kreischling. Da gucke ich doch mal direkt. Wo ist denn der Kreischling? Der Kreischling ist direkt 2 Meter weiter. Na, das passt ja. Ach, Mann, ich kann ja hier einfach den hier machen. So, wer hat meine Plätze geklaut? Bitte was? Ich habe nur was mit Arsch und Ficken gehört. Ich will es gar nicht wissen. Ich laufe einfach weiter. So. Jeden doch. Grüß dich. Ja? Mach's gut. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling. Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Die Belohnung ist zu niedrig. Ich weiß ja noch nicht mal, was die Belohnung ist. Ach, ich mach's. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orseus Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Nun gut. Was ist denn? Was ist denn dieser Punkt da? Ah. Eine leere Flasche. Ah, eine leere Flasche. Ah, eine leere Flasche. Na, Hauptsache keine Sau merkt das. Den Leuten ist das ja relativ egal. Nur Wachen mögen es nicht. Oh, Öl. Habe ich hier noch mehr? Natürlich. Oh, Schwefel. Das könnte nützlich werden. Zwergenschnaps und Alkoholest. Oder Alkest, ach, was auch immer. Okay. Was ist denn hier hinter? Ah, okay, das Können ist der wir Typ. Reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur. Geh, sag ich.
Ich will deinen Vater rächen. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Du hättest nichts für ihn tun können. Die Bestie muss sterben, das ist alles. Überlass sie mir. Pass auf dich auf. Okay, mir ist gerade mal was aufgefallen. Was zur Hölle machen denn hier die Ziegen? Ich muss mal gerade gucken. Habe ich auf der Karte hier. Das ist so ein bisschen die Aufnahme, die alles so irgendwie so total verblornt ist. Das hier ist, Moment. Tischlerei. Schleifstein. Rüstungsschmiede. Händler. Das. Anschlagbrett. Abschlachtbrett. Genau. Das hier ist ein Banditenlager. Haben wir hier zufällig irgendwo eine Legende? Was ist Tab? Achso, Tab ist das. Filter. Ah, guck mal. Wie heißen die denn? Also, Wegweiser, Verlies, Händler, Anschlagbrett, nicht erkundeter Ort, Boot, Alchemie, Monsterfest, Tisch- und Rüstungsschmiede, Stelle, Banditenlager, Waffenschmied, Schleifstein, Tavernenwirt, Personennöt, Rüstungsschmiede. Komisch. Ups, kann ich mal ganz kurz... Novigrad, kann ich da mal... kurz reinschauen? Das ist nicht Novigrad. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das hier ist vermutlich Novigrad. Nee, doch nicht. Obwohl, doch, das ist, oder? Ach, whatever. Moment, da muss ich gerade mal so... Na, ich guck mal, ob ich auf der Karte irgendwo ein Barbier finde. Oder ein Barbier. Egal. Auf jeden Fall, jetzt heißt es erstmal weiter. Und zwar mitten in den... Halt, falsch abgebogen. Und zwar mitten in den Wald. Was haben wir hier hinten eigentlich? Du da, Weißer. Glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können es mit 40 aufnehmen? Ja. Ja, definitiv. 40, ich bitte euch. Ihr seid doch kein Gegner für mich. 40.